Servus Leute, ich grüße euch. Also, für die, die neu zuschauen, das Video auf die Zugspitze ist so 60-70% in der Nacht entstanden. Deswegen klickt am besten gleich weg. Und für diejenigen, die mich abonniert haben, es ist natürlich so ein kleines Dankeschön. Es haben sich einige gewünscht auf Instagram, dass ich das veröffentliche. Und dann soll es auch so sein. Also, viel Spaß dabei. Vielleicht noch ein ganz kleiner Rundumschwenk, was ich so hier habe. Da werdet ihr sehen, kann man neidisch werden. Travel Food, mein Saisonpass, ein paar Mandeln, Bananen, alkoholfreies Black Roll, ein paar Salben, der Feldstecher, der Kocher, ein schönes Buch und die Laufschuhe. Und das hier ist der Blick. Herrlich. Was braucht das Herz mehr? Einen wunderschönen guten Morgen, beziehungsweise einen wunderschönen guten Abend. Ich grüße euch. Ja, es ist 23 Uhr. Ich habe heute bereits eine Trainingseinheit hinter mir. Eine Stunde auf dem Wankhoch, 1000 Höhenmeter. Und jetzt fühle ich mich gerade irgendwie noch gut und wollte mir mal die Zugspitze vom Rheintal anschauen. Einfach trainingstechnisch, sonst keine Gründe dahinter. Genau. Ich werde euch nicht viel zeigen können, aber einfach mal ein kleines Video-Update von mir. Ich habe zwar Musik dabei, ich höre sie aber gerade nicht, weil es einfach sehr, sehr schön ist. Man hört links und rechts die Bäche rauschen und ja, es ist wirklich eine schöne, ruhige Atmosphäre. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ihr seht es, glaube ich, ganz gut, die Bockhütte. Und jetzt geht es hier weiter Richtung Rheintal Angerhütte, Knorrhütte. 4,5 Stunden Knorrhütte, 1,75 Stunden Rheintal Angerhütte. Schauen wir mal, ob wir das unterbieten. Hier fließt übrigens gerade die Partnach. Und später nach der Rheintal Angerhütte kann man optional noch zum Partnach Ursprung gehen, also da, wo die Partnach entspringt. Kristallklar. Erster Kontakt mit dem Schnee. Gute Nachricht. Er ist relativ fest. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Natürlich ist das keine Werbung hier für GPS-Uhren, aber die ist vor allen Dingen, wenn man mal im Dunkeln unterwegs ist, kann das doch echt nützlich sein. Super. Was man hier jetzt auch schon recht gut sieht, das sind die Spuren von einem Quad. Das geht natürlich zur Rheintal-Anger-Hütte hier. Und die Rheintal-Anger-Hütte eröffnet in genau einer Woche. Ich glaube am 18. Mai. Und dementsprechend müssen die natürlich vorbereiten. Und ich gehe auch jetzt mal davon aus, dass aktuell vielleicht der Hüttenwirt oder die ein oder andere Person eventuell schon vor Ort ist. Könnte ich mir vorstellen. Also im Sommer bei 30 Grad würde ich jetzt liebend gerne da rein. Schaut es euch an. Ah. Oder in den. Lichter brennen. Ich breche jetzt von der Rheintal-Angerhütte, die auf etwa 1370 Meter liegt. Weiter zur Knorrhütte. Ich denke jetzt mal, dass ich etwas mehr als eine Stunde brauchen werde. Jetzt geht es hier links zur Knorrhütte. Die ist angeschrieben mit 2,5 Stunden. Und hier rechts würde es zum Ursprung gehen. Zeit fürs Buff und Zeit für eine dünne Jacke. Noch eine gute Nachricht. Der Himmel ist wolkenfrei. Ich hoffe, das bleibt so. Auf jeden Fall glitzern und funkeln da die Sterne. Kurz vor der Knorrhütte fängt jetzt hier
der Schnee richtig an. Die Knochen. Ich werde extra für euch mal kurz schauen, wie der Winterraum so aussieht. Normalerweise müsste ich jetzt nicht zwingend reingehen, aber ich gehe mal kurz vorbei. Ich wollte jetzt nicht so viel sprechen da unten bei der Knorrhütte, weil da Leute schlafen. Wir haben jetzt aktuell kurz nach 4. Das Sonnenaufgang ist, soweit ich das in Erinnerung habe, 5.45 Uhr. Es ist theoretisch machbar, bis zu der Zeit am Gipfel zu sein. Das sind jetzt keine 1000 Höhenmeter mehr. Allerdings, mein Plan ist eigentlich nicht gewesen, den Sonnenaufgang am Zugspitzgipfel zu erleben, sondern der Plan ist einfach gewesen, sehr früh diesen Endteil zu machen, also sprich vom Sonnenalpin Richtung Schneefernerhaus, also da, wo im Sommer diese zickzackartigen Wege sind, ja. Weil wenn der weich wird, dann ist es da wahrscheinlich unmöglich hochzukommen, beziehungsweise einfach zu gefährlich. Dementsprechend bin ich extra so früh los, dass ich mit den ersten Sonnenstrahlen quasi vor diesem Teil stehe. Das ist eigentlich der Hintergrund für mein frühes Aufstehen. Da hinten geht jetzt gleich die Sonne auf, hinter mir, und eine richtig geile Morgenstimmung. Da hinten der böse Teufelsgrat, der Hochwanner da hinten, der Spitze. Hier ist super Drittschnee, also von daher super. Und jetzt gehen wir noch hier hoch, kurz den Steig mit dem Stahlseil und dann queren. Was ein geiles Gefühl. Das erste Mal dieses Jahr wieder. Da unten kommt man hoch, wenn man den Stopselzieher-Klettersteig geht. Wiener Neustädter Hütte. Da hinten Tiroler Zugspitzbahn. Und dahinter ist dann Erwald. Sehr cool. Endspurt. Jetzt ziehe ich mich erstmal ganz kurz um. Es ist leicht windig und kalt. Und dann melde ich mich gleich kurz zurück. Also, bis später. Ich bin's nochmal. Ja, was soll ich viel sagen? Es war eine geile Tour, eine geile Nacht- und Nebelaktion, sage ich jetzt mal. Ich stehe jetzt gerade alleine auf der Zugspitze. Das Gipfelkreuz wurde ja in Eschenloh, wurde ja nochmal schön hergerichtet, weil das ja durch den Kran beschädigt wurde. Ja, jetzt sind keine Sticker drauf, das freut mich natürlich doppelt. Ich bin allein hier und das Gipfelkreuz ist wie auf Hochglanz poliert. Und von daher, wie gesagt, absolut ein Traum. Falls euch das Video vom Rheintal interessiert, das war natürlich jetzt nur trainingstechnisch für mich eine kleine Übung. Und wenn ihr das vielleicht mal sehen wollt bei Tageslicht, dann schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Dann werde ich das natürlich im Hochsommer mal machen mit, ja, 5 Kilo weniger Gepäck. Ich verabschiede mich dann von euch. Vielen Dank fürs Zuschauen
und bis zum nächsten Mal. Servus.